So, ich bin jetzt hier bei euch. So sieht das jetzt aus. Das sieht sehr gut aus. Lubo muss noch die Bordüre machen. Ja. Wir haben noch wieder Erde gebracht. Während sie hier kleben die Klimaanlage ab wegen Sandstrahlen. So, hier haben sie jetzt Borde gesetzt. Hier ist auch der Auslauf. Muss ich nachher mal wegen der Höhe gucken. Das kann irgendwie nicht ganz stimmen. Da muss nämlich hier noch der Gully tiefer gesetzt werden. Und die Fläche wird jetzt noch angepasst und dann sieht das alles ganz schick aus. So, wie ihr seht, ist hier vorne die Fläche schon sandgestrahlt. Es liegt jetzt logischerweise auf dem Quarzkies rum. Muss dann alles schön gefegt werden. Dann wird der, die Steine versiegelt. Hier kann erstmal abgepustet werden und gefegt werden. Und ist natürlich laut ohne Ende, war das Gepfeife, aber ich denke mal, das Ergebnis ist ganz gut. Heute war auch wieder Besuch da, diesmal Holländer, sage ich mal. Die orientiert sich auch nach Nischni. Ja, es kommt immer mehr Leute nach Nischni oder besser gesagt nach Jinjudino. Ihr seht, es ist kalt heute, es ist windig, Gott sei Dank kein Regen. Aber das Ergebnis mit Sandstrahlen sieht gut aus. Die ganzen Verfärbung, der ganze Dreck ist weg. Jo. Die Fläche hier vorne haben wir jetzt auch angeglichen. Die Kanäle sind gemacht worden. Jetzt wird man noch irgendwas einfallen lassen wegen den Lüfterstutzen. Erstmal da was Vernünftiges machen. Hinten wird noch der Schacht runtergesetzt. Die Borde sind da. Allerdings die ganze Straße auch mit Kies voll. Naja, wäscht sich denn durch. Bin ich eigentlich nicht so ein Freund davon. Und Nachbars haben Holz gestapelt ohne Ende. Terrasse ist voll, der Winter kann kommen. Ist auch, wie er schon sagte, sehr unangenehm frisch. Also die ganzen Bodenschächte und Entwässerungsschächte haben sie jetzt auch nach unten gesetzt. Da werden nachher auch noch Sand gestrahlt, da werden sie gestrichen. Hier wird der letzte runtergesetzt und dann passt das. Und vorne am Haus 3 gehe ich auch gleich mal hin. Da ist die Jungs auch fleißig am Dach machen und mal gucken, wie es mit dem Beton drin aussieht. Also das Sideboard haben die Jungs jetzt auch montiert. Sieht auch gut aus. Gleich neben dem Kamin. Wir hatten ja schon was provisorisch hingestellt. Aber es war nicht unser gewesen und da ist es eben einfacher als anfertigen zu lassen, so wie man es haben möchte. Und uns gefällt es. Es fehlt nur noch der Tisch hier. Und dann soll das eigentlich fertig sein. Ja, der kommt Montag. Zumindest so die Aussage. Die Jungs sind fertig, haben Griffe montiert. Da sind wenigstens ein paar Handwerker, die wirklich sehr, sehr, sehr flott und ordentlich sind. Und auch wirklich eine 1A Arbeit gemacht haben. Und wir können die, wenn ihr nach Nischni kommt, nur empfehlen. Ist eine super Truppe. So, beim kleinen Holzhaus ist jetzt auch die Gastherme installiert worden. Dann kann man den Raum richtig sauber machen. Hier ist auch ein Netzstabilisator in der Ecke. Da wird alles angeschlossen, ist das Haus auch schön warm. Und dann kann jetzt der neue kommen. Der will auch Ende des Monats kommen. Noch heizt man gerade mit Strom, aber das wird sich, denke ich mal, in den nächsten 2-3 Wochen ändern. So, bei unserem kleinen Steinhaus oder Gästehaus hat jetzt der Nachbar den Rohbau auch fertig. Sieht richtig gut aus, kann man nicht anders sagen. Ist Karkassbau. Wie dick die Wände sind, weiß ich nicht. Zumindest sieht es optisch gut aus. Sind Schraubfundamente. Obwohl unten drunter ein großes Fundament ist, haben sie es nicht verwendet, sondern haben lieber Schraubfundamente gemacht. Naja, wird es einen Grund haben. Und kaum sind wir hier, wer ist da? Einer unserer Straßenhunde ist mal auf zu Besuch und freut sich. Heute zeige ich euch wieder mal ein paar Fische. Wir haben nochmal Graskarpfen geholt. Sind so um die 50 Stück, die kommen jetzt rein. Und eigentlich das ist das Interessante. Jetzt haben wir noch ein paar Krebse, sind 20 Stück. Die kommen jetzt auch ins Wasser rein und mal gucken, wie groß die werden. Also mindestens die doppelte Größe erreichen. Da bin ich mal gespannt, ob wir die wiedersehen. Und wenn, Willi, gibt es denn Krebse? Ja. Der haut gleich ab. Guckt mal, wie klar das Wasser ist.
Dann kriegst du kalte Finger, nicht? Ja, macht nichts. Guck mal, wie die abhauen. Ja, die müssen jetzt erstmal was suchen, wo sie hinwollen. Der will rückwärts. Und der eine kommt gleich wieder raus. Ihr sollt da hin. Einer liegt auf dem Rücken, der weiß gar nicht, was er jetzt... Ja, den machen wir wieder zurück. So. Der guckt dich erstmal an, der sagt, was bist du für ein Vogel? Ja, der sind noch verirrt wahrscheinlich ein bisschen. Ja, von Eimer in großen See rein. Ach, das macht Schmutz. Das wollen wir nicht. So, 20 Stück. Ja. Eine will wieder zurück. Ja, der kommt. Aber marschieren sie ab. Ja. Die sehen aus wie Mini-Hummer eigentlich, nicht? Die sehen aus wie Mini-Hummer. Mhm. Der eine sitzt hier. Ja, die werden sich schon gleich. Naja, habt ihr mal gesehen. Sind jetzt erstmal ein paar Krebse mit drinnen. Und mal gucken, was denn die Fische sagen. Die werden sicherlich gleich abhauen. So. Also wir haben bis jetzt keinen einzigen Fisch wieder gesehen, den wir reingelassen haben. Willi, wie viele Fische sollen jetzt drunter sein? Schon weiß ich nicht, 1000, glaube ich. Nee. Aber so 500, 600 sind das wirklich. Ja, meinst du? Ja. Wir haben doch damals 500 fast reingelassen. Ja. So, da hauen sie ab. Mal sehen, ob wir sie wiedersehen. Krebse siehst du noch? Mhm. Jo, das war mal kurz ein Blick auf dem, was wir gemacht haben. Hab's noch nicht mal geschafft, ein Video für euch zu machen. Aber vielleicht schaffe ich es heute. Mal gucken, ob wir es hinkriegen. Der Kumpel haut da hinten ab. Falls ihr seht. Nee, seht ihr nicht. Das ist zu viel Gegenlicht von der Sonne. Aber ihr könnt sehen, wie schön klar das Wasser ist. Es ist Wahnsinn. Man kann wirklich schön bis runter zum Grund gucken. So, wird gerade aufgeräumt, kurze Baubesprechung. Und ihr seht, die Dachverkleidung haben sie jetzt gemacht, sieht gut aus. Jetzt machen sie Fallrohre mit dran. Geht Stück für Stück also voran. Ich gehe jetzt gleich mal mit rein und filme. So, guckt mal diesen wunderschönen blauen Himmel. Das sind die Dachkästen, das sieht gut aus. Gehen jetzt mal die Runde rum, gucken uns alles an. Ist wunderschön, angenehm kühl, würde ich mal sagen. Es sind irgendwie 12, 13 Grad. Und guckt mal, hier ist mal ins Gegenlicht, wie schön das ist. Ja, guck mir auch gerade noch mal die Dachkastenverkleidung an. Hier muss alles noch verfüllt werden. Hier kommt auch noch Drainage hin. So. Doch, sieht auch gut aus. Haben auch oben die Bitumschindeln geklebt, die etwas abgestanden haben. So. Die Setzfuge müssen sie noch aufschneiden. Hier kommt eine Runddichtung rein und ein Deckblech. Jo. Kann man nicht meckern. Also ich bin noch mal in Haus 3 ran, mal kurz aufgemacht, ein bisschen durchlüften.
ist eine unheimlich hohe Feuchtigkeit. Nächste Woche fangen sie an, die ganzen Deckenisolationen zu machen. Und der Elektriker kommt auch gegen Ende der Woche. Tür müsste, glaube ich, auch kommen. In 3 Wochen. In 3 Wochen, okay. Dann wird es aber auch wirklich Zeit und kalt. Also was schön ist, sie haben diesmal die Nähenfugen nicht vergessen. Das ist schon mal gut. Ja, es riecht richtig nach Baustelle. Das ist mineralisch, feuchte. Das muss raus. Es wird Zeit, dass dann hier auch angefangen wird mit Heizen. Ach, hier liegt ein Dollar auf dem Boden. Auch nicht schlecht. Wenn es ein echter ist. Ne, 100 Dollar sind das. Guck mal da, liegt ein, ist ein Dollarschein. Ach, siehst du, irgendein, dreh mal um. Naja, ihr könnt doch mal sehen, in Russland liegt das Geld einfach auf der Straße. So. Waschmaschinenraum, alles gut. Dann gehe ich jetzt mal hoch, wenn Bird aus dem Weg geht. Guck mir das oben mal an. So, Heizungswasserregister. Und jetzt kraxel ich mal hier hoch. So, bin jetzt oben in der zweiten Etage oder in Deutschland ersten Etage. Ist der Kamindurchlass ist hier. Haben sie auch nicht zugemacht, das ist gut. Ja, Feuchtigkeit, Feuchtigkeit, Feuchtigkeit. Dauert mindestens 4-6 Wochen, bis die raus ist. Ja, wir müssen Wärme reinbringen. Ja, das Badezimmer noch und dann war es das hier oben. Ne, alles gut. Ne. Alles schick, alles in Ordnung. Ist wahrscheinlich wieder eine typisch deutsche Macke. Wenn der Sandstrahler einmal da war, haben wir gleich die ganzen Kanaldeckel strahlen lassen und grundiert und gestrichen. Dann sieht das alles ein bisschen vernünftiger aus, hält zwar auch nicht ewig, aber es gammelt denn nicht fest, denn Rost ist dann immer so eine Sache für sich. Ist nicht sehr schön.